Hey ho, Sonntagvormittag, der 18. Tja, ich habe es ja im gestrigen Video gesagt, eventuell mache ich heute was. Ich mache auch was, ich werde nachher gleich hinaufgehen und schauen, ob ich den Balken alleine stellen kann oder ob der mir zu schwer ist, dass ich das Ding auf den Kopf kriege. Ja, und dann warte ich auf alle Fälle noch, bis der David da kommt. Bis der David vorbeikommt. Der hat gesagt, er setzt mit mir die Schalung. Besser ist das. Es gibt Sachen, da habe ich gar keine Geduld dafür. Und ich glaube, das ist sowas. Die Schalung setzen, dass die im Wasser ist. Das lasse ich dann lieber an David übernehmen, die Leitung. Und dann kriegen wir das heute auch hin. Und wenn wir Glück haben, kommt dann morgen gleich, da rufen wir dann an, der Beton. Das wäre natürlich auch noch eine Sache. Ja, wir werden sehen. Minuten vorher hört man es schon. Hört ihr das jetzt auch? Hört ihr das? Was stimmt mit dir nicht mit der Musik? Nein! So, im ersten Schritt heute legt der David erst einmal den Spanngurt außen rum. Der Spanngurt soll natürlich bloß das ganze Gestell zusammenhalten. Und Leute, dass man hier dann noch was hinlegen, verstärken, dass es das Ganze nicht auseinanderdrückt. Ja, das ist klar wie Kloßbrühe. Jo, im nächsten Schritt werden wir jetzt das ganze Ding dann definitiv komplett ausrichten. Und dann gucken, dass wir das ja, ins Wasser kriegen alles. Hey, wo gehst du jetzt hin? Jetzt haben wir doch gerade Kaffee getrunken. Jetzt geht er schon wieder Kaffee trinken. Nee, er kommt wieder. Er kommt wieder! Komm, Kamera weg, schaffe! Ja, Kamera weg, schaffe, sagt er. Schatzi, willst du die Kamera nehmen? Er kommt sie, oder? Also zu weit weg wollen wir nicht. 85, probier's. Ich finde das gut. Ja. Rein optisch muss der weiterhin, David. Halt, stopp. Hier vorne weiterhin. Dass wir rein optisch wirklich gerade sind zur Wand hin. So. Ja, ein bisschen noch. Warte. Ja, so sieht es schon besser aus. Was willst du da? Das war halt schon 1,10 Meter. 1,11 Meter. Du hast nur die Diagonale messen? Ja. Also mich. Komm. Ja. So was nennt man, glaube ich, Fundamentstänzchen. Hey jo, sagt der Bub. Also ich würde mal sagen, das Zeug ist wirklich gut verdichtet. Oder David? Hm. Also auf der Seite gehen wir jetzt ein klein bisschen runter und drüben hinten müssen wir dann ein bisschen höher gehen. Das werde ich dann mit einem Betonbatch ausgleichen, dass uns da dann nichts rauslaufen kann. Auf alle Fälle heißt jetzt erst einmal ausgleichen. Leckarsch, der muss echt neischlagen, dass das Zeug wieder locker wird. Wenn du es fertig hast. Also da soll keiner behaupten, das wäre nicht gescheit verdichtet. Eine verdammte Spielerei, das Ding auszugleichen. Ne, da lasse ich ihn alleine machen. Ne.
Leute. Ganz ehrlich, da bin ich wirklich froh, dass der David gekommen ist. Ich wäre ausgerastet. Ich wäre sowas von ausgerastet. Schleimer. Nein, nix Schleimer. Schleimer. Blöd, Mann. Selber. Es reicht schon, wenn er mit Sicherheit nachher abhaut, wenn es dann heißt, die schweren Steine außen den wuchten. Das lässt er dann wahrscheinlich wieder mich alleine machen, so wie ich ihn kenne. Aber egal. Hauptsache, das Ding ist gescheit ausgeglichen. Wie gesagt, von innen werde ich dann an die untere Kante noch den Betonbett hinbatschen, dass wir da auf alle Fälle komplett dicht sind. Und ja, das ist dann auch schon die grobe Form. Ja, ganz genau. Also hier hinten ist der Boden auf alle Fälle tiefer als weiter vorne. Das liegt natürlich daran, dass hier der Untergrund ziemlich weich war und der durchs Rütteln ja verdammt heftig noch nachgegeben hat. Aber ja gut, das werden wir auch noch hinkriegen. Oh David, so viel Betonmatsche habe ich ja gar nicht mehr. Scheiße. Boah, meine Fresse. Verdammte Axt. So sieht das Ganze jetzt aus. Mörtelkübel steht auch schon da. Wir messen jetzt nochmal die Diagonalen, um das eventuell nochmal ein bisschen auszurichten, auszugleichen, dass das Ganze perfekt stimmt. Und dann werden wir den Batch anrühren und unten ein bisschen ausmörteln. Dann hält das Ganze schon und wahrscheinlich dann morgen noch schnell außen Steine hinwuchten, eben von da drüben die, dass das Ganze nicht auseinandergehen kann beim Betonieren. Genauso machen wir das jetzt. Oder David? Guck mal, die Kamera weg, ist weg, schaffen. Oh, ja. Also das sind jetzt ca. 60 Kilo mit Wasser mehr. Habe ich jetzt den Betonestrich und den Betonmörtel zusammengemischt, drauf geschissen. Hauptsache wir haben genügend, dass wir das Ding hier zukriegen. Und der David ist schon fleißig beim Mörtelbätschen. Was ich jetzt noch nicht gesagt habe, dass man nachher noch da oben mit den Balken helfen muss. Leute, eine schweißtreibende Arbeit heute wieder. Wir haben jetzt gerade noch den restlichen Mörtelbatch. Das war ja der Betonmörtel zum Verputzen. Den Rest, was wir jetzt auch noch mitverwendet haben. Das waren jetzt insgesamt, ich glaube, dreieinhalb Säcke, was wir angerührt haben. Inklusive dem Betonestrich. Und ich zeige es euch jetzt und was wir noch mit dem Rest gemacht haben. Also hier haben wir wirklich, mal aus der Sonne gehen, einmal schön den Rand angebätscht. Wie gesagt, von außen kommt dann noch natürlich was dagegen gelegt, dass es die Schalung nicht auseinanderdrücken kann. Jetzt müssen wir dann noch schauen, wächst der Matten. Habe ich hinten noch was liegen. Ja. Und den Rest haben wir jetzt noch an die Mauer dran gebatscht, die Löcher ein bisschen zugemacht, damit es der Philipp dann nicht ganz so schwer hat. Ja, wenn er hier eh weniger Platz hat, dann zum Vorbeigehen. Also wie gesagt, Philipp kommt am 14. September wieder. Da wird dann die Mauer verputzt. Morgen kommt die Grillkrota. Da geht es dann mit den ersten Streicharbeiten los. Boah, ich muss jetzt erstmal was trinken, hey. Ja. Und wenn wir Glück haben, kommt dann morgen auch gleich noch der Beton. Deswegen werde ich dann später, wenn es dann wieder kühler ist, noch die Steine ringsrum legen. Mache ich doch noch heute. Und jetzt schauen wir mal weiter, was wir heute noch so alles machen. Also ich werde oben auf alle Fälle noch schauen, dass ich den Balken stelle. Und den David werde ich dazu noch einkassieren. Aber jetzt gehen wir erstmal rein, was Kühles trinken. David tut nochmal ein klitzekleines bisschen nachrichten, also ausrichten. Ich war jetzt gerade wirklich der Meinung, dass es auf der hinteren Seite zur Wand hin wesentlich höher ist.
Jetzt sind wir gerade noch gesprungen mit der komplett langen Latte, einmal komplett längs drüber. Aber es ist tatsächlich alles in einer Höhe. Unglaublich. Wie die Optik täuschen kann, das ist echt der Wahnsinn. Jo, gestern habe ich den Balken hier noch zurechtgeschnitzt, den Ausschnitt hier rein, die Seite auch noch gleich mit Holz vom Tod einbalsamiert. Und den schauen wir jetzt einfach, dass wir hier senkrecht reinkriegen. Heiligsblechli und das am Sonntag. Mir egal, muss sein. Hilft ja nichts. So nah hin wie möglich. Der kann komplett anliegen. Dafür ist es gedacht. Eben auch mit dem Ausschnitt. Jetzt müssen wir unten noch rein. Ja, die Jugend hat halt noch Gewalt. Also somit steht an der Balken auch. Verschrauben werde ich den heute nicht mehr. Nee. Danke, David. Ja. Jo, Balken steht komplett drin. Verschrauben werde ich dann ja die Tage einmal unter der Woche. Und jetzt müssen wir bloß noch warten, bis dieser ganz lange Querbalken kommt mit 5,50 Meter oder 5,60 Meter, dass wir den da oben drauflegen können und das komplette Dach dann nochmal abstützen, dass der Balken eben entlastet ist. Jo, so nach und nach werde ich eben, wie gesagt, in dem ganzen oberen Bereich hier die Balken entweder austauschen oder zusätzlich abstützen, mit Holz vom Tod alles einsprühen, dass wir da einfach dann, ja, solange wir nur da sind, unsere Ruhe haben mit dem ganzen Mist. Gut, was werde ich heute noch machen? Ja, die Steine später noch hinlegen um das Ding rum, dass das gesichert ist. Da drin noch ein bisschen zusammenräumen, weil da kommt auch ein Teil von der Grillkota rein. Komplett aufräumen, alles fertig und das war's dann. Ja, jetzt müssen wir noch schnell gucken, weil hinten flacken noch zwei Gitter. Und die gucken wir noch, wie groß die sind, ob das ausreicht. Also die drei Gitter hatte ich jetzt noch übrig. Die waren von meinem, ich glaube, vom Fundament drin für die Hebebühne. David, was sagst du? Reicht uns das aus? Ja, passt. Ah, da hole ich ja noch was. Na ja, gut. Wir haben ja draußen noch komplette Baustahlmatten. Da kommt auf alle Fälle dann halt noch zusätzlich was mit rein. Und gut ist. Lass einfach heute liegen. Außer den Hammer muss man unten noch rausholen. Ja, kannst du rausholen. Ja, danke fürs Gespräch. Ja, dann haben wir das Wichtige für heute alles gesehen. Wie ich das dann mit den Steinen außenrum beschwert habe, das seht ihr dann morgen ganz einfach. Okay Leute, das war's für heute. Unser kleines Sonntags-Update. Jetzt haben wir es ziemlich genau zwei. Leute, wir sehen uns dann morgen. Ciao.